Hallo, ihr Lieben. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Hallo, ihr Lieben. Es ist Zeit, Abendessen zu machen. Wir waren gerade im Garten. Aber meine Hände sind wieder sauber. Ich habe gerade richtig geschrubbt und musste eincremen. Ich bin noch ein bisschen aus der Puste. Und ein bisschen tomatig im Gesicht. Ja, ich muss jetzt Essen machen. Und gestern wollte ich ja eigentlich Hackfleisch machen in den Auflauf. In der ganzen Hektik habe ich es natürlich vergessen. Also muss ich das Hackfleisch heute verarbeiten. Also gibt es heute eine Soße. Eine Hackfleischsoße und dazu habe ich lange überlegt, was machen wir. Kartoffeln hatten wir gerade, Nudeln auch nicht so lange her. Reis auch, gerade eben, vorgestern, ja. Also habe ich gedacht, mache ich Gretschka, also Buchweizen. Und ich denke, ich werde die einfach mal, damit es nicht so dieses Rumgerühre und so weiter hier, wieder im Tiefall machen. Aber ja, jetzt muss ich mit der Soße anfangen. Ja, ich habe Öl gefunden. Ich gebe das jetzt einfach in die Pfanne, damit das heiß wird. Ich habe schon angemacht. Und ich zeige euch, was ich alles so gedacht habe, in die Soße reinkommt. So, auf jeden Fall erstmal natürlich Hackfleisch. Dann eine Zwiebel. Ein paar Zehen Knoblauch. Dann habe ich hier drei Möhren. Und eine Paprika. Und ich denke, ich gehe nachher noch in den Garten und hole Schnittlauch und Petersilie. Und das kommt dann auch noch mit rein. Und ja, Rama, also Sahne quasi. Ne? Und ich denke, ich mache die Soße heute nicht tomatig, sondern lasse sie so. Und gebe ein bisschen Schmelzkäse mit rein, damit es cremiger wird. Ja, und jetzt muss ich logischerweise erstmal alles vorbereiten. Vorschneiden und so weiter und schälen, damit ich ja, das in die Soße reingeben kann, anbraten kann. So, und das Öl ist jetzt heiß in der Pfanne, also gebe ich das ganze Hackfleisch rein. Ja, das Hackfleisch lasse ich jetzt krümelig anbraten. Und dann kommt nach und nach das Gemüse rein. Und dann mache ich natürlich noch Salat dazu. Ja, im Garten haben wir heute die Beete gemacht. Das wird ein eigenes Video sein, ist doch ein bisschen länger geworden. Eigentlich wollte ich alles in einem Video zeigen, aber ich habe euch dann den ganzen Garten gezeigt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das kommt vor diesem Video. Der Reihe nach halt alles. Ne? Ich zeige euch da den ganzen Garten und die Kinder, die helfen. Wir haben heute so einen Familieneinsatz gemacht, Arbeitseinsatz. Okay, Christian ist natürlich nicht dabei, weil er noch bei der Arbeit ist. Der arbeitet wieder in Hamburg, also mit der Firma. Sind die da auf der Baustelle und machen hier eine Schule fertig. Solange die Schule ja zu ist, sind da natürlich auch keine Schüler. Haben sie natürlich bessere Möglichkeiten zu arbeiten. Ja, und das Teil habe ich euch ja schon mal gezeigt, ne? Womit ich gerade den Knoblauch ratzfatz geschält habe. Das geht wirklich sehr gut. Hi Christian! Christian ist gerade nach Hause gekommen, stand gerade draußen bei Papa. Papa macht nämlich baut unseren Holzschuppen um, der direkt hier neben der Küche, ne, draußen ist. Da waren zwei kleine Holzschuppen, der hat jetzt beide abgerissen gestern und baut heute einen einzigen, so ein bisschen größeren. Halt, ne. Wenn er fertig ist, zeige ich euch dann auch. Der ist aber auch wirklich schon ziemlich schnell vorangekommen. Nutzt das gute Wetter und macht natürlich fast alles nur draußen, was so in Arbeit ansteht. Deswegen komme ich hier mit dem Abstellraum noch nicht weiter. Ja, erzählt mal, wie nutzt ihr das schöne Wetter? Und vor allem diejenigen, die Garten haben, buddeln wahrscheinlich im Garten alles um und so und machen schön.
Aber mich interessiert mehr, was machen diejenigen, die gerade in ihren Wohnungen, sag ich mal, zwangssitzen. Ne? Vor allem, mir tun die leid, die kleine Kinder haben. Die dürfen nicht auf Spielplatz und so. Ne? Bei dem schönsten Wetter dürfen die armen Kinder nicht auf den Spielplatz gehen. Natürlich haben diejenigen das gut, die einen Schrebergarten haben. Meine Schwiegereltern früher hatten in Hamburg auch immer einen Schrebergarten. Da waren wir auch ein paar Mal. Solange sie noch gelebt haben, jetzt sind sie leider schon wieder nicht mehr bei uns. Ja, wenn jemand jetzt neu auf den Kanal ist und fragt sich gerade, was macht die Olle da, warum schält sie die Paprika? Ich vertrage keine gekochte Schale, also die Paprikaschale. Das habe ich mehrmals ausgetestet. Also roh kann ich Paprika essen, so wie ich will, aber komischerweise im gekochten Zustand nicht. Ich weiß auch nicht, was das soll, aber das hat mir eigentlich meine Ernährungsberaterin damals im Krankenhaus auch schon angedeutet. Die meinte, es kann passieren, dass du auf einmal Paprika im gekochten Zustand nicht verträgst. So, und jetzt schneide ich einfach mal alles vor. Zuallererst natürlich die Zwiebeln. Die kommt als erstes. Und dann nehme ich heute den Nicer Dicer und den Grobeinsatz für die Zwiebeln. Und für den Rest, glaube ich, vom Gemüse. Und los geht das Schreddern. Wow, ich weine. Ei, ei. Ja, bitterlich. Zwiebeln? Jo. Zwiebeln. Zwiebeln, genau. Willst du mir bitte eine kleine Schüssel für Hackfleisch? Ich muss gerne aus der Pfanne holen. Ist sie gerne irgendwie. So. Geräusch. Ja, danke. Bitte sehr. Dann heulen mit Mama. Uiui. So, ich hole jetzt das Hackfleisch raus, damit ich den Rest anbraten kann. Ja, mal. Das Hackfleisch ist schon fast fertig eigentlich, deswegen zack. Und jetzt kommt, ey, hör auf zu spritzen! Kommt jetzt das, jetzt die Zwiebel rein. Oh Mann, das spritzt aber auch einmal so doll. Jo, das darf jetzt anbraten und ich mache hier weiter. Und schneide schon mal, wo habe ich das Messer gelassen? Da. Den Knoblauch vor. Ja, und für den Knoblauch nehme ich den kleineren Einsatz davon, natürlich. Tja, und den gebe ich jetzt auch noch mit rein. Ja, und jetzt schneide ich noch ganz schnell die Möhren vor. Ja, und die Möhren, die gebe ich auch durch diesen größeren Gitter-Einsatz. So, die Möhren sind auch fertig. Die kommen einfach mit rein in die Pfanne und dürfen auch anbraten. Und ich schneide noch ganz kurz die Paprika vor und dann auch durch den groben Einsatz. Und auch ab in die Pfanne. So, das Ganze brutzelt jetzt hier vor sich hin und ich habe eine Frage an die Nicer Dicer Besitzer, die sich vielleicht jetzt vor kurzem diesen neuen Twist gekauft haben. Ich habe mir das Video dazu angeguckt und auch so, na, so bei Genius halt auf der Seite das Teil mir ein bisschen angeguckt. Ich weiß nicht, braucht man den? Ich habe ja meine Küchenmaschine, die macht auch alles, ne, auch schneiden, hobeln, reiben und weiß der Kuckuck was alles. Und dann habe ich noch die ganzen Tupperware-Sachen. Ja, da oben, genau. Ich habe den Quick-Chef von Tupperware. Der hat genau das gleiche wie diese Twist auch hat. Diese Dreier, ne, so eine Klinge halt, ne, die so tun, tun, tun macht, dreht sich und schneidet. Die sind auch sauscharf, die Dinger. Ich habe auch noch den anderen. Achso, und der Quick-Chef, der hat ja auch Schneebesen und auch, was hat er noch? Man kann alles Mögliche auch drin machen, habe ich auch schon mal alles Mögliche gemacht. Dann habe ich den
Spiegel von Tupper. Das ist zum Sahneschlagen vor allem ganz gut geeignet. Und auch den kleinen Schneider, ne, die sind so für Zwiebeln und so weiter. Also der hackt ja auch Nüsse und so, alles Mögliche. Ich glaube, ich brauche das Ding nicht, ne, oder? Ich glaube, ich habe genug hier an Helferlein, die mir die Arbeit erleichtern. Ja, ich bin auf eure Meinung gespannt. Wer hat das Teil und wie sind so eure Erfahrungen damit? Braucht man das Ding wirklich oder reichen meine Sachen? Ich habe ja euch ein Video gezeigt, meine Helferlein. Das, was ich alles hier habe, ich denke, das reicht, oder? Naja, ich lasse jetzt hier erstmal alles ein bisschen brutzeln und dann geht es weiter. So, ihr Lieben, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite. Momentchen. Ja. Oh. Genau. Ich habe jetzt Licht dann gemacht und dann mache ich jetzt hier in meinem Tiefheil die Buchweizen fertig. Ich kippe jetzt einfach die Buchweizen rein. Ich hoffe, die reichen. Aber ich glaube, ich habe noch welche hinten. Ich gucke mal, Moment. So. Ja, ich habe noch ein, das ist ja kein Glas, das ist aus Plastik, aber trotzdem. Eins noch gehabt. Also gebe ich was rein. Ich liebe auch Buchweizen so einfach mit Milch, Leute. Das soll lecker, ohne Zucker. Aber mit Milch. Ja, ich zeige ich euch jetzt. Da ist jetzt unser Buchweizen drin. Das Ding behalte ich. Da kann man noch gut was aufbewahren. Dann brauchen wir Wasser. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Cups das sind. Er ist aber auch wurscht. Ich gebe jetzt einfach Wasser rein. Moment, da ist eine nicht geschälte. Die Buchweizen, die müssen ja geschält werden. Das wird in Maschinen gemacht. Und dann kommen doch welche mal dazwischen, die nicht geschält sind. Normalerweise schmeiße ich das Ganze auf den Tisch, erstmal kippe ich alles aus und dann pulle ich dran herum. Heute habe ich das gar nicht gemacht. Ich brauche ein bisschen mehr Wasser. Dass das alles gut bedeckt ist. Man kann ja hinterher, wenn man sieht, dass es so noch nicht genug Wasser ist, dann nachkippen. Dann mache ich Salz rein. Mache zu. Und dann brauchen wir erstmal anmachen und dann auf Menü hier das Programm Reis. Und hier steht Cerealien, ne? Also Cereal. Und das mache ich jetzt an. Und das geht von alleine los, wenn es soweit ist, wenn das vorgeheizt ist. Und ich habe damit keine Arbeit. Ich gucke zwischendurch rein, ob genug Wasser ist oder nicht. Und dann zum Schluss kommt ein kleines Stückchen Butter rein zu unserer Pfanne. Ja, das Gemüse hat jetzt Zeit, ein bisschen anzubraten. Also gebe ich das ganze Hackfleisch wieder rein. Und brutzel das Ganze zusammen. So, und jetzt gebe ich ein bisschen Würze im Ganzen. Und zwar Salz, logischerweise. Pfeffer, muss ich wieder auffüllen. Und Paprika, muss ich auch wieder auffüllen. Nicht alle. Ein bisschen mehr Paprika brauche ich schon. Ja, und das Ganze rühre ich nochmal um. So, dann machen wir hier jetzt noch Paprika Chili, Frischkäse rein. Oh, hört ihr den Krach? Das ist mein Mann. Er macht schon das Dach auf den Schuppen drauf. Und dann habe ich hier wieder Rama zum Kochen. Meine letzte Packung muss ich mal nach
kaufen, bei Gelegenheit, dann gebe ich den Rama drüber und natürlich Wasser, ein bisschen mehr. Und einmal noch gut umrühren. Ja, und dann machen wir einfach Deckel drauf und lassen das Ganze eine Runde kochen. So sieht die Soße jetzt aus. Ich habe ein bisschen Dill noch reingetan. So, ihr Lieben. Oh, hab fast die Kamera gerade umgeschmissen. Mein Gott, hab da auch ein bisschen ungünstig hingestellt, muss ich sagen, mit dem Stativ. Ja, die Soße kocht vor sich hin. Buchweizen. Riecht schon danach hier. Ich habe gerade im Garten noch ein bisschen was geholt. Also hier habe ich Petersilie, dann Schnittlauch und Schnittknoblauch. Und das Ganze mache ich jetzt erstmal klein schneiden. Und ich habe mich jetzt gegen Salat entschieden. Wir haben gestern Salat gegessen. Ich glaube, ich mache heute keinen Salat. Oder vielleicht den Kohlrabi-Möhrensalat. Den könnte ich machen. Ja, der Schnittknoblauch ist jetzt drin. Jetzt geht es hier mit der Petersilie weiter. Ja, die Petersilie auch mit rein. Und jetzt kommt der Schnittlauch. Und drinnen. So, die Kräuter habe ich jetzt alle drinnen. Einmal umrühren. Guckt mal, wie schön das aussieht. Ja, und jetzt haben wir hier den Spitzkäse. Und der kommt jetzt ein bisschen was davon. So. Rein. Und gut einrühren und schmelzen lassen. Ja, das war's dann eigentlich auch schon mit der Pfanne. Ich lasse die jetzt noch ganz kurz hier brutzeln. Ein paar Minuten oder ich mache sogar gleich, glaube ich, aus. Aber auf den Herd lasse, damit die ein bisschen durchziehen kann noch. Aber ich gucke erstmal, ob die Möhren durch sind. Die Möhren, die brauchen immer am längsten. Jo, die sind auch weich. Ich denke mal, ein paar Tropfen Wasser. So ein paar Schlückchen Wasser geht auch noch. Ja, und jetzt lasse ich doch die auf schwache Hitze ein paar Minütchen noch köcheln und hole mal Kohlrabi und Möhren aus dem Anbau. Ich will jetzt doch Kohlrabi-Möhrensalat machen. Ja, den Kohlrabi-Möhrensalat habe ich euch eigentlich schon mehrmals gezeigt. Da braucht man natürlich Kohlrabi und Möhren. Und normalerweise Mayo. Und ich habe heute gedacht, ich nehme auch Mayo, aber halt weniger Fett. Ja, und jetzt habe ich hier die Reibe und muss erstmal alles gerieben werden. Umfüllen in die Schüssel. Dann brauchen wir auf jeden Fall Zitronensaft. Und Salz und Pfeffer. Ja, und jetzt Mayo. Und das war's denn eigentlich. Mehr kommt hier nicht rein. Einfach nur gut vermengen und dann probieren, ob genug Zitronensaft und Salz drin ist. Der Salat ist fertig. Jetzt bleibt er hier mal stehen und zieht ein bisschen durch. Die Pfanne mache ich jetzt auch komplett aus.
sieht auch schon sehr gut aus. Und wir warten jetzt nur noch auf Buchweizen, dass das Gerät da hinten Piep macht. Und fertig ist unser Essen. Hier ist noch der Salat. Ja, den Tisch habe ich jetzt auch schon gedeckt. Der Geschirrspüler ist fertig. Wenn wir gegessen haben, macht das Christian dann. Ich habe gerade eine Nachricht mit einem kleinen Video von Manuel bekommen. Der hat seine Zweitlieblingssuppe nach Borsch nachgekocht von mir. Hat ein Video von mir angeguckt und nachgekocht. Also die Schmandsuppe oder Buttersuppe. Ja, das ist schön. Der hat mich damals ja, als wir angefangen haben mit dem Kanal mit Isim, ein bisschen belächelt. Ne? Und jetzt zahlt das sich aus. Ne? Mein Sohn wohnt ja nicht mehr hier und er nutzt meinen Kanal, meine Videos und kocht jetzt seine Lieblingssachen von mir nach. Das finde ich so schön. Ja, wie gesagt, das Essen ist fertig. Ich rufe jetzt die Bande. Mein Mann ist noch draußen, werkelt fleißig weiter. Der Schuppen nimmt da draußen mal mehr Gestalt an. Da sieht man schon ein bisschen was. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, Daumen hoch. Abonnieren, wer mag, auf das Glöckchen klicken, dann verpasst ihr auch keine neuen Videos von mir oder von uns. Ja, wenn euch mein Kanal gefällt, dann dürft ihr natürlich, oder ich bitte euch drum, erzählt weiter davon, damit ich noch mehr Abonnenten kriege, die noch mehr vielleicht meine Sachen nachkochen können. Und ich wünsche euch, ja, einen schönen Abend noch. Obwohl, wenn ihr das Video seht, wird es wahrscheinlich schon Nacht sein, weil ich ja noch schneiden muss. Oder morgen den ganzen schönen Tag. Und wir sehen uns bald wieder. Tschüss, ihr Lieben. Bleibt gesund.